Ja, grüßt euch, Burm. Das Auswärtige Amt will Männer umerziehen, also die strukturelle Betaisierung. Und das schauen wir uns heute mal an, weil da ist ein sehr interessanter Artikel von öffentlicher Seite erschienen. Und damit würde ich sagen, kommen wir doch gleich mal rein. Und zwar sagen sie hier, für eine lückenlose Gleichstellung von Zeichensätzen. Da sehen wir schon allerlei Gendersternchen. Und da lesen wir, die Gleichberechtigung von Männern und Frauen ist sowohl juristisch als auch ideell in unserer Gesellschaft verankert. Und da sehen wir auch schon Gleichberechtigung, Chancengleichheit. Das ist ja super. Weiter schreiben sie aber, dennoch offenbart der Blick in die Führungsetagen, Haushalte, Pflege oder Konten gewisse Lücken, die es nach wie vor zu schließen gilt. Und das Lustige ist ja, vor allem bei der Gender Spending Gap, da schauen sie ja nie hin. Die gucken ja bloß auf die ungleichen Verdienste. Aber was dann die Frauen eben machen, ist weitaus mehr Sachen einkaufen, 85% der Kaufentscheidungen treffen, meistens aus der Tasche vom Ehemann oder von den Beta-Orbitern. Und jetzt kommt der interessanteste Part, denn eine lückenlose Gleichstellung bedeutet, dass Frauen das Gleiche dürfen, können und bekommen wie Männer. Das ist ja das klassische trojanische Pferd. Ja, da kommt die Gleichberechtigung, wo jeder dabei ist. Aber dann kommt die klassische rhetorische Trickserei von Mott und Bailey. Erstens bringen sie was, wo jeder sagt, absolut richtig. Und dann kommen sie eben mit dem Radikalen, was sie hier dann reinschleichen wollen, nämlich, dass dann gleiche Ergebnisse rauskommen, egal wie viel Arbeit, egal wie viel Extrastunden, egal wie bereitwillig du bist, woanders hinzuziehen, wie es ja viele Männer machen, und auch andere Jobs zu wählen, wo dann halt auch mehr Bezahlung rauskommt. Nee, aber die wollen ja den Geschlechterkommunismus, egal was da die Frauen für eine Berufswahl treffen, die sollen die gleiche Bezahlung kriegen wie jetzt der Spitzenverdiener. Also schön leistungsloses Anspruchsdenken hier institutionalisiert. Weiter schreiben Sie hier unten, zwischen März 21 und März 22 werden wir an dieser Stelle verschiedene Beiträge zum Thema Gleichstellung veröffentlichen. Dabei wollen wir gemeinsam nachdenken, zuhören, diskutieren, Fragen stellen und vielleicht auch ein paar Antworten finden. Und da schauen wir doch schnell mal in die Wissenschaft rein, weil da gibt es immer sehr interessante Antworten diesbezüglich, wo man dann auch gemeinsam drüber nachdenken kann. Und zwar hier, oh, das Geschlechtergleichheitsparadox in der Wissenschaft, Technologie, im Ingenieurswesen, in der Mathematik. Und zwar haben sie hier herausgefunden, ja, wollen eben, dass hier diese Unterrepräsentation aufgehoben wird in den MINT-Fächern. Aber man hat eben gesehen, dass je gleichberechtigter die Gesellschaft ist, desto mehr gehen die Geschlechter ihren stereotypischen Präferenzen nach, obwohl man ja umso mehr geschlechterneutral erzieht. Und da haben sie dann eben eine Sample Size von 472.242 von den unterschiedlichsten Ländern. Und da hat sich das eben gezeigt, okay, je mehr die Gleichberechtigung und je mehr sie da versuchen, das eben richtig hinzukriegen, desto mehr gehen Mädchen oder Frauen eben diesen personenbezogenen Jobs nach Pflege und Männer umso mehr diesen objektbezogenen Jobs, ja, Technologie, Ingenieurswesen, zeigt sich dann auch nochmal hier in den ganzen Meta-Analysen zusammengefasst, ja. Wie groß sind die Geschlechterunterschiede in Persönlichkeit und Interessen und wie stabil sind diese Unterschiede zwischen den Kulturen und im Zeitverlauf? Um diese Fragen zu beantworten, fasse ich Daten aus zwei Meta-Analysen, also von einer Studie, von mehreren Studien und das gleich zweimal, und drei interkulturellen Studien zu Geschlechterunterschieden in Persönlichkeit und Interessen zusammen. Weiter unten, wobei die größten Unterschiede bei Verträglichkeit und Neurotizismus auftreten, bei Frauen höher als bei Männern. Im Gegensatz dazu sind die geschlechtsspezifischen Unterschiede bei Interessensdimensionen Mensch-Dinge sehr groß, wobei Frauen stärker menschenbezogen und weniger sachorientiert sind als Männer. Geschlechtsspezifische Persönlichkeitsunterschiede sind in geschlechteregalitären Gesellschaften tendenziell größer als in geschlechterinegalitären Gesellschaften. Ein Befund, der der Theorie der sozialen Rollen widerspricht, aber mit evolutionären Attributions- und sozialen Vergleichstheorien übereinstimmt. Schade, dass sie solche Punkte denn nie besprechen, ja? Weil es ist ja gegen diesen Gleichheitswahn, den sie ja hier von staatlicher Seite jetzt pushen wollen, wie man auch noch weiter lesen. Und damit kommen wir doch mal zum Ziel der Kampagne. Erstens, informieren. Ungleichstellung ist ein Fakt, der sich aus vielen Zahlen zusammensetzen lässt, ja? Aber warum gibt es denn sowas, ja? Weil sie können eben nicht gleichzeitig eine Gleichberechtigung und Chancengleichheit haben
und gleiche Ergebnisse, weil die Leute unterschiedliche individuelle Präferenzen haben, unterschiedliche Kompetenzen und vor allem auch in den Extremen unterschiedliche Fähigkeiten. Die Männer, die dann vor allem am Rand der Glockenkurve umso mehr sich für diese ganzen Objekte und Co. interessieren im Vergleich zu dem Gleichheitswahn, dass sie eben sagen, ja, die müssen wir nur nachsozialisieren, wie es ja hier bei den Männern mit diesen Kampagnen versuchen. Zweitens, sensibilisieren. Eine allumfassende Gleichstellung ist die Zielgröße unseres Engagements. Wir wollen uns gemeinsam neue Horizonte erschließen. Aber das ist ja auch das Problem wegen den ganzen vorangegangenen Dynamiken, dass das hier in dieser Rechnung nicht aufgeht, außer man zwingt eben die Geschlechter dazu. Drittens, mobilisieren, dass jemand den Woke-Aktivismus. Gleichstellung ist ein gesamtgesellschaftliches Projekt, das uns alle angeht. Engagiere dich mit uns für eine lückenlose Gleichstellung. Aber die Rechnung geht halt hier dann auch nicht ganz auf, weil man muss ja hier mein Lieblingsthema auch die sexuelle Selektion und das Dating mit einbeziehen. Da hat sich nämlich auch etwas sehr Interessantes herauskristallisiert. Oh, sind die Geschlechtsunterschiede bei Männern, die primär auf physikalische Attraktivität stehen und Frauen auf gutes Einkommenspotenzial in Gesellschaften, wo mehr Gleichberechtigung herrscht, unterschiedlicher? Und da haben sie leider halt rausgefunden, okay, dass Frauen weiterhin Männer bevorzugen, die gutes Einkommenspotenzial haben und Männer, Frauen, die eben weiterhin attraktiv sind und es sehr wenige Anhaltspunkte gibt, dass es sich hier eben auch in gleichberechtigten Gesellschaften ändern. Führt halt leider Gottes dazu, dass man natürlich hier auch die weibliche Selektion der Hypergamie sind, ja. Frauen können ja nur alle 10 Monate schwanger werden, deswegen müssen sie ja nach oben daten und schauen, dass sie einen super Deal hier aus dem Markt rauskriegen. Und der Mann, der kann natürlich unendlichen Zugriff im Idealfall auf unendliche Frauen kriegen. Und das kackt er ja hier immer mit rein, dass es hier allein schon nicht zu einer Gleichstellung kommt, weil die Frauen dadurch den Männern eine Glasdecke nach unten geben. Das heißt, wenn eine Frau jetzt hier ist, eine Akademikerin, datet sie ja sehr selten bis nie im Einkommen und in der Prestige nach unten, sondern weiter nach oben. Und je weiter sie nach oben kommt, desto dünner wird die Luft. Und deswegen kannst du da niemals in eine wahre Gleichheitswahn, ideale, utopische Gesellschaft kommen. Allein schon wegen diesen Dynamiken, die sich halt leider Gottes hier auch in 36 Ländern immer wieder widerspiegeln. Zurück zum Text. Männer und Gleichstellung. Gleichstellung als Teamsport. Geschlechtergerechtigkeit ist ein Gewinn für alle. Auch für Männer, die wir in unserem Montagsbeitrag für August besonders ansprechen wollen. Männliche Überverantwortlichkeit, weibliche Unterverantwortlichkeit, der Klassiker. Weil die würden ja jetzt niemals herkommen und sagen, hey, passt mal auf, Mädels. Um jetzt wirklich Gleichstellung zu bekommen, dass jeder das Gleiche hat, dass wir endlich im Geschlechtskommunismus sind, müsst ihr weiter unten daten, wirklich auf Augenhöhe. Aber das passiert ja nicht, das sehen wir ja. Klar ist die Hypergamie zu einem bestimmten Teil durch Social Media und die ganzen Dating-Apps krass inflationär aufgepumpt, aber trotzdem in den ganzen archaischen Gesellschaften daten Frauen weiterhin nach oben, wie wir schon mal beleuchtet haben, diesen biologischen Aspekt der Hypergamie gerne nochmal hier oben. Und das kriegen sie eben nicht raus, indem sie da diese Umerziehungsmethoden versuchen, weil Anziehung ist eben leider Gottes immer noch nicht verhandelbar. Und jetzt kommen wir gleich noch den Lachern näher. Schreiben sie, eine lückenlose Gleichstellung bedeutet mehr persönliches Wohlbefinden, weniger Stress sowie mehr Freiheit und Gestaltungsspielraum. Da müssen wir mal ganz kurz vorgreifen, denn hier sehen wir aber, dass wenn der Mann nicht der Hauptverdiener ist, neigt die Ehe dazu, noch mehr eben in eine Scheidung zu enden. Und auch lustigerweise hier, dass je mehr sich die beiden Geschlechter in dieser multivariablen Analyse im Haushaltseinkommen nähern, und zwar ab dem Zeitpunkt, wenn es unter 20% der Unterschied ist, gibt es umso weniger Bunga im Haushalt. Schaut also schlecht aus hier für die Männer. Doch dazu später mehr. Dafür tragen wir gemeinsam Verantwortung. Die Herstellung und Bewahrung von Geschlechtergerechtigkeit ist keine Frauensache, sondern eine Gemeinschaftsaufgabe. Also Männersache. Sie gelingt nur im Team. Was man, na, das sehen wir schon, konkret tun kann, haben wir hier in ein paar Schritten zusammengefasst. Und das ist ja so lustig, dass ja hier nie die Frau mit einbeziehen, weil es ja keine Frauensache ist und diese ganzen Dynamiken des Datings und vor allem der sexuellen Selektion komplett
missachten. Die sagen den Männern, oh ja, seid sie mehr offen, fürsorglich, wie wir gleich sehen. Und wo landen da die Männer? Ja, in der Fleischwolfmaschine meistens. Meistens in der Zone vom emotionalen Tampon, ja. Oh, mei, lass uns doch Freunde sein. Wenn er hier diesem hypergamen Standard nicht gerecht wird, dann macht's zack und weg ist er. Aber lauschen wir Männer doch mal zu den Punkten, die uns hier nahegelegt werden. Erstens, reflektiert und hinterfragt Rollenbilder. Macht euch eure unbewussten Vorurteile bewusst. Wir alle wissen, dass es sie gibt, ja? Die unbewussten Vorurteile, die jede und jeder von uns hat und die alle von uns betreffen. Und das ist eben lustig, dass er da oftmals diesen IAT, diesen Implicit Association Test hernehmen wollen und sagen so, ja, das wissen wir doch alle, dass das so stimmt. Gucken wir auch gleich mal in die wissenschaftliche Lage. Der Gender Bias ist eine unbewusste Denkabkürzung unseres Gehirns, aufgrund derer wir Annahmen über typische oder untypische Verhaltensweisen und Charaktereigenschaften von Frauen und Männern treffen. Das einzige Gegenmittel, regelmäßige Check-ups. Ja, man muss sich immer wieder selber erkunden, ja, bin ich jetzt noch rein genug? Habe ich jetzt irgendeine Mikroaggression angewendet? Dafür empfiehlt sich zum Beispiel auch unser Gender Bias Bingo. Ich hoffe, dass da auch der Gamma Bias drin ist. Ja, Frauen sind wundervoll, Männer sind per se toxisch, weil das ist ja auch ein allumfassender Bias. Oh, das zeigt aber dann, dass Männer auch nicht immer die Täter sind. Also, na, das dürfen wir nicht beleuchten. Und das finde ich sehr interessant, weil da sehen wir auch schon den klassischen Fanatismus der Jünger des Regenbogens, wie man ja auch hier von der guten alten Robin DiAngelo sehen, ja. Hier in dem Kontext der Rassismus, der ist überall und der muss kontinuierlich identifiziert werden, analysiert und herausgefordert. Niemand auf der ganzen Welt ist jemals fertig damit. Und hier halt der strukturelle Sexismus, das Patriarchat, was ja hier sein Unwesen im Nebel des Äther treibt. Hier ist es der Sexismus, ja, der muss immer wieder identifiziert werden, weil der ist ja überall. Und nie ist jemand frei davon, also nicht falsifizierbar. Und da die Frage, die sie ja hier stellt, ist nicht, ob hier überhaupt Sexismus stattgefunden hat, sondern viel eher, wie hat der Sexismus sich in dieser Situation manifestiert? Da sieht man schon den Fanatismus, weil da muss ja überall in dieser Verschwörung der Sexismus und strukturelle Benachteiligung der Frau beleuchtet werden. Und das ist ja das Spannende, ja, da fordern sie immer die regelmäßigen Check-ups und meistens halt auch das damit einhergehende Sensitivitätstraining. Leider Gottes funktioniert dieses Training überhaupt nicht, inklusive diesen ganzen Annahmen aus dem impliziten Assoziierungstest. Denn hier in der Harvard Press haben sie es gedroppt, dass mehrere hunderte von Studien eben keine einzige nachhaltige Wirkung dieser Tests, dieser Check-ups nachweisen konnte, dass es überhaupt nicht die kognitive Verzerrung, Voreingenommenheit oder Verhalten im Arbeitsplatz beseitigt hat. Und da zeigt sich ja auch dann letztendlich das in dieser Studie, wo sie das nochmal alles genau analysieren. Ja, die 6 Lektionen für eine überzeugende Wissenschaft der impliziten Voreingenommenheit und ihrer Kritik. Das ist das, was sie hier pushen, ja, dass da jeder diese unbewussten Vorurteile hat und darüber wissen wir eigentlich gar nichts, da müssen wir uns erst wieder ständig prüfen, sind wir noch rein genug? Leider Gottes zeigt sich das dann halt aber überhaupt nicht im aktuellen wissenschaftlichen Diskurs und auch in der Analyse, abseits von den Fanatikern des Regenbogens und den Verbalwissenschaftlern, dass eben hier die Skepsis gegenüber dem Erklärungswert von impliziten Voreingenommenheiten im Verständnis sozialer Diskriminierung erheblich gewachsen ist und eben diese 6 Punkte hier analysiert werden. Es gibt keine Beweise dafür, dass Menschen sich der mentalen Inhalte, die ihren impliziten Vorurteilen zugrunde liegen, nicht bewusst sind. Das sagen sie nur einfach so, ja. Ja, jeder weiß doch, dass es hier gibt, die unbewussten Vorurteile. Aber es wird halt leider Gottes überhaupt nicht wissenschaftlich fundiert. Aber jeder weiß es, in Anführungszeichen. Zweitens, die konzeptionelle Korrespondenz ist für die Interpretation von Dissoziationen zwischen impliziter, also das, was man spontan als Vorurteil hat, und expliziter Voreingenommenheit wesentlich. Das heißt, es muss ja auch immer mit in diesen Kontext mit eingebaut werden, machen sie aber nicht, weil sie sich ja nur immer für die Endergebnisse interessieren. Drittens, es besteht keine Grundlage für die Annahme starker, unbedingter Beziehungen zwischen impliziter Voreingenommenheit und dem Verhalten. Das bedeutet, dass aus einem Vorurteil oder aus einem spontanen Reflex eben überhaupt nicht zwangsläufig auch ein dementsprechendes explizites Verhalten gezeigt wird. Aber das behaupten sie ja die ganze Zeit in ihrem religiösen Eifer
ohne das wirklich fundiert zu beweisen. Vierter Punkt, impliziter Bias ist im Zeitverlauf weniger und nicht mehr stabil als der explizite Bias. Also es ist schwer replizierbar, was sie da immer in ihren tollen Tests machen. Oh, das ist ganz toll, der IAT. Dabei ist der eben schon so krass in der Kritik, weil es so unwissenschaftlich und esoterisch ist. Fünfter Punkt, der Kontext ist von grundlegender Bedeutung für die mit implizit verzerrten Maßnahmen erzielten Ergebnisse. Das ist ja da auch so ein Punkt, ne? Die schauen ja nie, kann es dafür Drittgründe geben? Na. Du hast diese Voreingenommenheit und die muss im ständigen Check-up, schnell peitsch dich selber aus, böser Mann, immer wieder geprüft werden, dass man in seinem Wahndenken drin ist. Und der letzte Punkt, implizite Messergebnisse liefern keine prozessreinen Reflexionen von Verzerrungen. Das heißt, das, was man hier herausfindet, wie sehr oft in den Verbalwissenschaften und in den sozialen Ecken, ist ja nicht immer auch das, was der Mensch wirklich denkt oder welche kognitive Verzerrung er wirklich hat. Weil das, was er angibt, oftmals nicht mit dem übereinstimmt, was er wirklich unbewusst automatisch denkt, wie wir ja sehr oft schon beim Dating auch gesehen haben. Aber trotzdem wird das natürlich weiterhin gepusht, weil da gibt es natürlich Kohle zu machen, ja? Diese Tests sind ineffektiv, aber gehen natürlich nicht weg. Warum? Ja, wegen dem Grift, weil da gibt es fett Kohle zu machen. Da kann man ja eine komplett neue Industrie aufmachen, dass sich da jeder prüfen muss und da kann man das in das Unternehmen einspeisen und hier den Berater, ja, stimmt, Frauen 50-50, peitscht euch aus. Und da gibt es natürlich fette Staatsgelder, was die sich hier natürlich auch nicht entgehen lassen. Zweitens, lasst Emotionen zu. Da wissen wir ja ganz genau, was passiert, wenn ein Mann resignative Schwäche zeigt und emotionale Striptease bei den Frauen macht. Finden sie in der Masse total abtörnend. Haben wir ja schon mal beleuchtet, auch an dem Film Teuflisch, sehr schön zu sehen. Markiere ich auch nochmal gerne hier oben, wo er offen ist, wo er seine Verletzlichkeiten und seine Schwäche kommuniziert und die Frau plötzlich die Sahara im Keller kriegt, weil sie sich denkt, sehr unattraktiv, evolutionspsychologisch dadurch erklärt, weil die Frau ist ja über 10 Monate geschwächt und braucht hier einen Beschützer für den Ehefall. Und wenn der Mann dann sich nicht einmal selber regulieren kann und nicht stoische Stärke hat, dann kommt hier so schnell der Abturn, weil sie weiß, okay, mit dem Mann bin ich nicht sicher. Denn vor allem, wenn die Sicherheit des Staates wegbricht, sehen wir ja, was passiert. Dann braucht die Frau natürlich weiterhin Schutz, sehr aktuell auch sichtbar an einem bestimmten Ort im Mittleren Osten, ja. Wenn da die toxische Männlichkeit der Beschützer weg ist und sich abzieht, dann schützt die Frauen hier keiner und dann sehen wir, Feminismus, Ärmel hoch und so weiter, starke Frauen, zack, die sind einfach weg, wie der Bill Burr ja immer sagt, es gibt keine Feministen in einem Hausbrand und da brauchst du natürlich den Mann, der stoisch ist und auch Stärke zum Schutz zeigen kann und das finden Frauen halt intrinsisch durch die Jahrtausende der Entwicklung und des Überlebens attraktiv, weil sie auch hier die Anziehung nicht wegreflektieren können. Ist halt leider so. Sehen wir auch sehr schön hier analysiert, ja. Vor allem dieses Ekelempfinden ist ja bei Frauen im Durchschnitt viel höher im Vergleich zu den Männern, weil sie ja viel sensitiver hier rangehen und auch überlegen, okay, ist es der beste Deal? Bin ich jetzt hier gefährdet? Könnte das Kind gefährdet sein? Und da sind sie in allen Belangen viel vorsichtiger, weil das eben eine Adaption ist für die sexuelle Selektion auch. Und wie man hier dann lesen, dass Frauen konstant höhere Levels im Ekel als Männer haben und dass diese Geschlechtsunterschiede sehr stark sind, hochgradig replizierbar und eben in unterschiedlichen Assessment-Methoden herausgefunden werden können. Im Punkto der Berufswahl, da sehen wir auch wieder dann die daraus folgenden Unterschiede in der Bezahlung, in der sexuellen Selektion auch ganz wichtig, in der Aversion für bestimmte Lebensmittel, vor allem dann auch in der Schwangerschaft und vor allem für Unterschiede in den psychologischen Erkrankungen. Und das hat dann wieder zur Folge, weil sie ja hier sagen, ja, sexuelle Selektion, Partnerwahl, dass je höher das Ekelempfinden ist, dass das umso höher dann auf Männlichkeit anspringt und dass Frauen dann hier mehr männliche Männer im Aspekt der Stimme, Gesicht, im Körper, ja, die Bodyguard-Hypothese, dass er die V-Lat-Muskulatur hat und eben auch als Beschützer gilt. Und das können sie eben nicht durch diese Verbalwissenschaften und ewiger reflektiere deine Rollenbilder, dein ewiges Gleichheitswahn, reich komme, kriegen sie damit einfach nicht durch. Und das kapieren sie eben nicht. Und das ist dann eben das größte Problem, wenn Männer dann hier ihre Emotionen einfach so den Frauen sagen und sich dann wundern, hä,
Jetzt hat es mich mit dem Karl Donnerlöris betrogen, ich weiß gar nicht warum. Genau wegen diesen Dynamiken. Deswegen muss man sehr vorsichtig sein, wenn man Emotionen der Frau kommuniziert, dann in einer Art und Weise, dass man eine negative Situation erlebt hat und da wie der Phönix aus der Asche noch stärker, noch stoischer rausgekommen ist, weil das finden sie dann wieder attraktiv, weil sie wissen, okay, mit dem bin ich und mein Kind in Sicherheit. Hier schreiben sie aber, auch Männer dürfen traurig sein, da ist nichts verkehrt, weinen und lachen oder Freude, Liebe und Begeisterung zeigen, wenn ihnen danach zumute ist, ja. Aber das ist halt dann das Problem, vor allem wieder im Dating-Kontext, dass wenn man das dann eben hier macht, was sie sagen, zack, hat man die Probleme. Egal wie, zeigt Emotionen und Empathie und unterdrückt eure Gefühle nicht. Das ist ungesund. Da ist ein Teil definitiv wahr, deswegen habe ich auch mal ein Video gemacht, wie man seine Emotionen verarbeitet, ohne einen emotionalen Striptease zu machen, nämlich durch handschriftliche Aufarbeitung, dass man bestimmte Situationen labelt und damit die entspannter werden, aber auf keinen Fall anderen Frauen, vor allem von denen man noch was möchte, im Bunga eben das denen erzählt, weil damit kannst du es schneller loswerden als durch irgendwelche anderen Methoden. Weiter schreiben sie, denn an der Behauptung, dass geteiltes Leid nur halbes Leid sei und die gemeinsame Freude sich verdoppele, ist tatsächlich etwas dran, ja? Geteiltes Leid ist doppeltes Leid, weil dann leiden ja zwei Leute, wie es halt auch bei der Freude ist. Aber den Schritt machen sie halt leider Gottes nicht. Trotzdem ist es wichtig für euch zu wissen, auf keinen Fall hier in diese emotionalen Tampon und weil das ist eben hochgradig unattraktiv. Vor allem, wenn ihr die Frau dann noch bedienen wollt, sagen wir es mal so. Ist ja auch nicht das Einzige zu dem Thema, ja? Warum präferieren Männer nette Frauen, aber nicht andersrum? Auch wieder hier dargestellt, wo wir eben sehen, dass die Wissenschaft hier immer wieder zeigt, dass eben Männer eine Prädisposition dafür haben, dass sie nette Frauen wollen, aber leider Gottes halt nicht die Frauen nette Männer. Zeigt sich dann halt auch hier, vor allem für Frauen ist ja die dunkle Triade, also genau das Gegenteil von diesem Emotionalismus und oh, verletzlich sein und so weiter, hochgradig interessant, dass sie auch hier immer wieder diese stoischen Männer präferieren. Gibt es ja auch noch eine Studie, markiere ich auch alles unten, und nicht diese emotionalen. Und das ist ja auch das Verrückte, da zeigt sich ja dann auch, dass Männer, obwohl sie Probleme haben, wenn sie eben stoisch sind, dass das vor allem Frauen für eine Langzeitbeziehung weitaus interessanter finden. Und das wird ja hier nie mit einkalkuliert. Man sagt den Männern, seid ihr verletzlich und lässt sie dann ins Messer sozusagen laufen im Beziehungskontext. Weiter auch hier, gerade die Menschen und auch Männer mit einem höheren Cluster B, dunkle Triade, Narzissmus, mir ist egal, Emotionen weglassen, die haben einen erhöhten reproduktiven Erfolg von 39% mehr Kinder. Auch hier zu sehen, dass gerade die Männer, die im asozialen, im antisozialen Verhaltenssegment unterwegs waren, nur 10% dieser Kohorte ausgemacht haben, aber 27% aller Kinder gezeugt haben, ja? Ich habe gedacht, die Frauen stehen auf den netten, emotionalen Mann. Ist aber halt leider Gottes so, dass das genau das Gegenteil ist. Sehr interessant auch hier zu beleuchten, wenn die Frauen nicht dauernd die Narzissten und die Bad Boys daten würden, dann würde es von heute auf morgen nur noch Nice Guys geben. Aber die gibt's ja nicht, weil die Selektion der Frauen eben gleich bleibt. Aber hey, die Männer können das jetzt konkret machen, ja? Das ist ja das, denn es ist keine Frauensache, sondern Teamarbeit. Aber dieser weibliche Aspekt wird ja hier nie beleuchtet, weil damit kriegen sie das Ding niemals durch. Aber umso besser für uns, weil damit werden ja umso mehr Männer aus dem Datingmarkt rausgekickt, weil es ist so strukturell schon betaisiert werden von der Schule und jetzt auch von der staatlichen Seite, wie wir hier sehen. Und hier geht es ja gleich weiter. Drittens, seid fortschrittliche Väter. Entwickelt eine gesunde Work-Family-Balance. Und das sind ja immer so Punkte, ja? Da ist schon immer ein guter Aspekt dabei, aber es scheitert halt dann leider Gottes auch an den Dating-Dynamiken zwischen Mann und Frau, weil du kannst niemals den Gleichheitswahn erreichen, wegen auch der weiblichen Selektion. Und das können sie halt den Frauen nicht aberziehen, wie sie sich ja das irgendwie von den Erzkonservativen hier abgeschaut haben, ja, Homosexuelle umerziehen, jetzt wollen sie hier die Heteros umerziehen, aber außer die Frauen natürlich, die Männer wollen sie wieder umerziehen. Viele Väter wünschen sich mehr Zeit mit ihren Kindern und wollen diese dabei unterstützen, ihre Persönlichkeiten und eigenen Interessen zu entwickeln. Absolut. Aber nur wenige nehmen Angebote wie Elternzeit wahr, verringern ihre Arbeitszeit
oder schöpfen die Möglichkeit des flexiblen Arbeitens aus. Und das ist ja dann genau die Krux dabei, ja, weil die Männer haben ja dann eine Abstiegsangst, weil sie irgendwo ganz genau unbewusst wahrnehmen, oh verdammt, wenn ich da unter das Level komme, dann ganz brenzlig werden. Das zweite ist, klar sehen wir da einen bestimmten Assortment-Effekt, also gleich und gleich gesellt sich gern. Akademiker suchen sich immer andere Akademiker. Böse Zungen, Esther Villar hat ja auch damals gesagt, Frauen gehen primär nur studieren, um da besseren Zugriff auf einen höheren Datingmarkt zu bekommen. Aber man sieht es halt wirklich auch in der Realität, da suchen sich Akademikerinnen, wie gerade gesagt, andere Akademiker. Aber der Akademiker verdient ja dann meistens mehr, ist in einer höheren Position und so weiter als sie selber. Deswegen ist es ja da auch zudem noch sinnvoll, dass dann die Frau eher zu Hause chillt beim Kind, weil der Mann ja viel mehr pro Arbeitsstunde verdient. Man sieht ja selten bis nie umgekehrte Dynamiken, weil solche Beziehungen selten bis nie zustande kommen wegen der weiblichen Selektion. Und das ist ja wieder diese Krux, die hier nie mitbeleuchtet wird. Ja, warum sollte denn da die Frau arbeiten gehen, die einen Job gewählt hat, der weniger pro Stunde bezahlt, wenn sie auch zudem noch weniger bereit ist nachzuverhandeln und so weiter im Vergleich zum Mann, der von Grund auf schon mehr Status und Prestige anzielt. Warum? Weil er unbewusst ganz genau weiß, dass Frauen das wieder scharf finden. Das ist ja auch diese ewige Krux, die sie hier nicht mit der Dekonstruierung der sozial herbeigezauberten Geschlechterrollen erreichen können. Viertens, achtet auf die faire Verteilung von Aufgaben. Übernimmt Verantwortung in der Care-Arbeit. Durchschnittlich leisten Frauen pro Tag 52,4% mehr unbezahlte Care-Arbeit als Männer. Da würde mich mal interessieren, wo sie die Zahlen hierher haben. Dies betrifft insbesondere die Kinderbetreuung und die Hausarbeit. Schauen wir mal nach. Also das Buch 50 Shades of Hausmann, das war jetzt nicht so populär. Nicht ohne Grund. Wenn wir hier nochmal in die Daten reinschauen. Ja, wenn der Mann, wie vorhin gesagt, in der Ehe nicht der Hauptverdiener ist, dann neigt die Frau, weil Frauen sind ja diejenigen, die am meisten die Trennung und Scheidung aussprechen, umso mehr dazu, eben hier die Scheidung auszusprechen, dass vielleicht diese ganzen Paradigmen der Frau eruiert sind, ja, dass sie nicht die Hausarbeit machen muss, aber dass der Mann der Hauptbrotgewinner ist, diese Norm bleibt weiterhin. Und es ist ja genau diese Krux dabei an der Hypergamie, weil bei der Frau ist es wurscht, ja, macht die Hausarbeit, da, die Männer sind da eh viel nachlässiger. Und die achten ja primär auf Jugendfertilität, aber Frauen achten ja auf das Aussehen, Prestige, Dominanz, Ressourcen vor allem. Und wenn der Mann hier nicht einem bestimmten Standard gerecht wird, macht's zack. Das zeigt sich ja nicht nur hier so, sondern auch da, dass eben die absinkenden Heiratsraten eben zu 23% daher bestimmt sind, weil Frauen Situationen vermeiden, wo sie eben mehr als der Mann verdienen. Oder auch hier, sehr interessant, dass die Heiraten eben so nach unten fallen, weil die Frauen immer weniger ökonomisch interessante Männer bekommen, wenn sie eben hier unter den restlichen Single-Männern auswählen und dass sie auf keinen Fall für einen weniger erfolgreichen Mann setteln wollen, ja, dass sie sich dann da zufrieden geben, weil sie auf der einen Seite zwar die Hypergamie haben, aber die ja noch krasser inflationär heutzutage hochgepumpt ist. Und das wird ja hier auch nie in diesen Diskurs mit reingebracht. Und vor allem hat die Studie eben herausgefunden, erst von 2019, 2020, dass die Männer, die verheiratet waren, 58% mehr verdient haben und 30% eher in einem Angestelltenverhältnis waren im Vergleich zu den unverheirateten Männern, die verfügbar noch auf dem Datingmarkt waren. Und das ist genau diese Studie hier, ja, die Diskrepanz am Heiratsmarkt. Da sehen wir das sehr schön. Ja, der Mann muss unbedingt 58% mehr verdienen. Ansonsten ist er eben uninteressant. Auch ein krasser Aspekt, der hier nicht mit reingerechnet wird. Ja, warum wollen denn die Männer das nicht machen? Weil sie sonst am Ende die Gepeitschten sind. Oder wie vorhin gesagt, auch hier, ja, vor allem im Punkt der Sexualität, der Kleber, der eine langzeitige Beziehung aufrechterhält, weil dadurch wieder Oxytocin, Bindungshormone und vor allem der Spaß eben kontinuierlich vorhanden ist. Da sehen wir halt auch ähnliche Dynamiken, ja? Sobald die Unterschiedlichkeiten von 20% oder geringer vorzufinden sind, schaut's nicht gut aus, was ja dann auch diese Folgen zur Konsequenz hat, ja? Sample Size auch 17.744. Auch eine Krux im Punkto dann hier herausgearbeitet, dass der Wohlstand des Mannes eben die Anzahl oder die Häufigkeit der Orgasmen
Musse, die die Frauen hier berichtet haben. Also je mehr Kohle der Mann hat, desto mehr sind sie auch von dem angemacht, weil ja Status auch die Attraktivität mit vor allem auf der weiblichen Seite beeinflusst. Da wird dann das Lautstärkerad gleich mal nach oben dreht. Und dass die Ergebnisse unabhängig von dem Alter der Frau, der Gesundheit, dem Glücklichkeitsstatus, dem Bildungsniveau, der Länge der Beziehung und dem Wohlstandsunterschied zwischen den Partners oder auch den Unterschied der Bildung oder regionalen Positionierung erklärt werden kann. Also der Mann muss hier monatlich mehr Kohle bekommen, mehr Status, findet wie die weibliche Selektion halt wieder leider Gottes sehr interessant, was sich dann auch hier in den Erregungsleveln widerspiegelt. Und das kannst du eben nicht durch das magische Hui wegreflektieren. Die unfaire Verteilung von Haushaltstätigkeiten und anderen Care-Aufgaben führt aber nicht nur im Alltag zu Ungerechtigkeiten, zum Beispiel zu einem höheren mentalen Druck, einem Mangel an Zeit für andere Tätigkeiten wie bezahlte Erwerbsarbeit oder zu einem höheren Burnout-Risiko, sondern wirkt sich auch negativ auf die später durchschnittlich niedrigere Altersversorgung von Frauen aus. Und da wird dann gleich wieder auf die Frau gelenkt. Oh, die Frauen, schnell guckt sie, wie es denen schlecht geht. Männer, die sollen ein bisschen mehr leisten. Problem hierbei ist ja auch dieser Aspekt. Oh, in Oslo haben sie es auch getestet, ja. Je mehr Hausarbeiten, je mehr Dienstleistungen der Mann im Haushalt macht, desto eher endet die Ehe in einer Scheidung. Das ist auch eine interessante Korrelation, aber halt auch meistens daher rührend, dass der Mann dann eben nicht dieser starke männliche Typ ist, auf den die Frauen überall auf der Welt stehen und dann da halt weniger Zeit in seine Bestimmung, in die Status-Prestige-Aspekte stecken kann und sie das natürlich unbewusst mitbekommt und dann merkt, oh, jetzt hat er sich betaisieren lassen. Haben wir auch mal beleuchtet. Warum verändern Frauen so lange ihren Mann, bis sie ihnen selber nicht mehr gefallen? Mag ich auch nochmal hier oben. Das erkennen sie ja meistens auch gar nicht. Punkt 5. Benutzt eine geschlechtergerechte Sprache. Erhöht die Sichtbarkeit von Frauen und nicht-binären Personen. Sprache schafft Realität. Das ist dieser postmoderne Schwachsinn, dass sie das halt wirklich glauben, ja? Die Sprache beschreibt die Realität, aber aus der Sprache wird nicht plötzlich Realität. Man hat seit Jahren zum Beispiel die Arztberufe nie großartig gegendert, aber schon vor Urzeiten ist es immer mehr ein weiblicher Beruf geworden, ohne dass man innen sagen musste, wie wir hier sehen. Artikel von 2008, ja, Arztberuf, die Medizin wird weiblich. 2/3 der Studienanfänger sind inzwischen Frauen, da überhaupt keine Genderung hier. Das ist ja auch so interessant, dass das, obwohl hier das überhaupt nicht gegendert wird, zur Realität wurde. Komisch, weil es ja halt hier auch an den zugrunde liegenden biologischen Imperativen in diesen biologischen Geschlechterrollen teilweise mitverankert ist, wie wir am Anfang hier gesehen haben, ja? Dass die Frauen stärker menschenbezogenen Jobs nachgehen im Vergleich bei den Männern mehr sachorientierten. Und da haben sie dann gesagt, ja, machen wir vielleicht eine Männerquote? Na. Bundesregierung gegen Männerquote im Medizinstudium. Der Großteil der Medizinstudierenden ist weiblich. Verschärft das den Versorgungsnotstand in der Medizin? Die Bundesregierung findet nicht, ja? Aber gell, Sprache schafft Realität. Eine geschlechtergerechtere Sprache trägt dazu bei, die Sichtbarkeit von Menschen zu erhöhen, die derzeit im generischen Maskulinum nicht abgebildet werden. Aber trotzdem gehen sie ja hier ihren natürlicheren, evolutionspsychologischeren Tendenzen nach. Unabhängig von dem, was die Verbalwissenschaften und die Postmodernisten hier wieder für einen Quirl von sich geben. Punkt 6. Setzt euch im Arbeitskontext für mehr Fairness ein. Helft mit, patriarchale Strukturen am Arbeitsplatz zu überwinden. Schnell Punkte sammeln. Auch in der Arbeitswelt ist das Patriarchat immer noch präsent. Ja, egal wohin man schaut, überall ist es Patriarchat. Diese Machtstrukturen, obwohl wir hier ja schon sehen, dass strukturell die Betaisierung durch den Staat vorangetrieben wird, ist es immer noch das Patriarchat. Oft wird das als so normal empfunden, dass die daraus erwachsenen Ungerechtigkeiten kaum ins Bewusstsein vordringen. Ja? Das ist ja nur, weil es sozial konstruiert ist, ja? Weil wir das immer wieder erzählen auf das unbeschriebene Blatt. Oh, tun wir es jetzt endlich mal umgestalten, dass endlich mal das Gleiche rauskommt. Wir brauchen jetzt unseren Geschlechtskommunismus. Um diese Strukturen entgegenzuwirken, sollte man für Diversität sorgen. Und das ist immer sehr spannend, weil das ist auch postmoderner Neusprech.
Da geht es ja nicht um Vielfalt an Meinungen, Vielfalt von Input, sondern nur unterschiedlichen Tokens. Ja, dass dann da eine Frau ist, dass dann da ein Mann ist, dass dann da einer aus Arabien ist, dass dann der und der und der von der Identität her vertrieben ist, aber nicht von den unterschiedlichen Meinungen. Das ist ganz wichtig. Das ist ja auch das, wo man denkt, ja, Vielfalt, ja, jeder soll Chancengleichheit haben. Meinen sie aber nicht. Nach deren Logik aus dem Kastensystem der Opferrolle, also der sogenannten Intersektionalität, soll jeder aus einer Opferidentität mit vertreten sein. Das ist eben der Fanatismus der Regenbogenjünger, sowohl auf den Panels als auch hinter den Kulissen. Gebt Frauen in Besprechungen Raum für ihre Beiträge. Hört zu, unterstützt, verzichtet auf Mansplaining und hinterfragt euer Handeln. Schnell, schnell, schnell. Hier, jetzt wird's Zeit. Bald sind die 10 Punkte da. Dann gibt's vielleicht ganz, ganz vielleicht ein Leckerle. Wissen wir aber noch nicht. Geht ihr wirklich vollkommen gleich mit Männern und Frauen um? Und das ist ja das Ding dabei, ja. Vor allem, wenn man mit Frauen klarkommen möchte und sie verführen, dann kannst du als Mann dich nicht wie eine andere Frau verhalten oder wie so ein Neutrum, weil das eben dann die Frau weniger attraktiv findet, weil Frauen eben auf Männlichkeit, Konfrontationsfähigkeit stehen und das ja immer wieder selektieren, aber zeitgleich sagen sie, na, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Um damit halt die Betas auszusortieren, aber wie vorhin gesagt, umso besser für die Männer, die es geblickt haben, weil damit sich umso mehr die ganzen Bluepill-Betas selber aussortieren. Weil wie schon so oft gesagt, ja, es gäbe gar kein Patriarchat, würden die Frauen nicht Männer weiter oben in der Dominanz, Prestige, Männerhierarchie auswählen? Das ist ja diese Krux. Und dann reden sie sich ein, das ist bloß internalisiert, weil diese Präferenz, das wurde ihnen anerzogen durch Magie, Medien. Währenddessen du mal in die Gesellschaft schaust oder in diese Medien, da siehst du ja nur noch, ja, wir wollen den sensiblen, netten, auf Augenhöhe des Betens sehr von früh bis spät. Aber im Verhalten zeigen sie natürlich noch die archaischen, evolutionspsychologischen Präferenzen, leider Gottes. Punkt 7, positioniert euch klar gegen Sexismus. Ja, was ist denn das überhaupt? Das sagen sie auch nicht, weil sie ja immer die Grenzen verwässern. Ja, wie wir ja mit dem Volk und Jesus gesehen haben, ja. Und das, wenn du dann sagst, ja, unterschiedliche Präferenzen der Geschlechter, je eher die Gesellschaft gleich wird, das ist dann schon Sexismus, weil nur wenn am Ende überall das Gleiche rauskommt, dann sind wir endlich im utopischen Paradies angekommen. Aber das geht ja nicht, weil wenn du Chancengleichheit hast, gibt es unterschiedliche Ergebnisse, weil unterschiedliche Menschen da sind, individuelle Präferenzen abweichen, Unterschiede im IQ sind und da natürlich mehr Wettbewerb auch unter den Männern herrscht, weil die ja dadurch wieder den Frauen imponieren wollen und das führt automatisch zu Ungleichheit. Also muss man sich entscheiden, ja? Freiheit oder Geschlechtskommunismus? Hier schreiben sie, fast jede Frau in Deutschland hat in ihrem Leben bereits sexuelle Belästigung erlebt. Und das ist ja auch so vage und vor allem muss man sich ja mal in den Kopf hören, ja, als wäre Deutschland wirklich so eine dritte Welt, dass es da wirklich so krass zuging, wie es ja auch in den USA immer sagt, ja, eine von fünf von College-Frauen, das wäre ja heftiger als in Somalia und Co. Dabei wird es ja dann so verwässert, dass wenn nur ein Mann eben zu durstig ist oder dann zu bedürftig und dann ihr Rosen hinschmeißt und der nicht dem Übergabenstandard teilweise auch gerecht wird, dann wird es ja viel eher so dann eben wahrgenommen und eben durch die Postmodernen umso mehr verwässert, wie wir es ja dann auch hier sehen. Diese reicht von anzüglichen oder abwertenden Kommentaren bis hin zu Bunkergewalt. Und das ist natürlich zu verurteilen. Vor allem, wenn es gegen körperliche Selbstbestimmtheit ist. Ja, dass sehr ungewollt angetatscht wird oder Schlimmeres. Aber anzügliche Kommentare, das kann ja schon auf Tinder irgendwas sein, ja, das und das. Und das lassen sie dann da mit reinzählen, was die Begrifflichkeit und die Ernsthaftigkeit solcher Situationen komplett verwässert. Aber auch abseits von verbalen oder physischen Übergriffen ist Sexismus eine permanente Begleitmelodie des Lebens von Frauen und nicht-binären Personen. Und das ist ja das Krasse, ja, wie sie es hier darstellen, als wäre das wirklich hier quasi schon Kriegsgebiet. Solidarisiert euch mit betroffenen Personen, mischt euch ein und stellt auch euer eigenes Verhalten auf den Prüfstand, ja. Immer wieder reflektieren, wie die Kultistin D'Angelo ja sagt, ja. Die Frage ist nicht, ob in dieser Situation Sexismus stattgefunden hat. Es ist die Frage, wie hat es in dieser Situation stattgefunden? Da sehen wir die Wahnhaftigkeit. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Kämpft gemeinsam für Geschlechtergerechtigkeit. Macht auf Ungleichheit aufmerksam. Das machen wir ja hier. Vor allem, dass er nicht solche hochgradig hypergamen Frauen dann auswählt und damit macht er auch einen starken Beitrag. Männer sind vielseitig privilegiert. Oh, muss ich nochmal kurz reinschauen.
Ja, das stimmt. Die meisten Kriegstote, die meisten, die sich umlegen, ja, die meisten, die beim Job sterben, die wenigsten, die beim Sorgerechtsstreit gegen die Frau gewinnen, egal wie toxisch die ist, oder halt auch bei den ganzen Gewaltverbrechen sind auch leider die Männer. Oder für das gleiche Verbrechen, ähnliche Situation, sind Männer sechsfach härter bestraft, mehr von den Drogenabhängigen, 80% der Obdachlosen. Das ist das Privileg, aber da schauen sie ja nie drauf. Da sagen sie, ah, ja, die Männer müssen bloß mehr drüber reden, dann löst sich das von selber auf. Weiter schreiben sie, sie sitzen häufiger in Vorständen und Chefetagen, leisten weniger unbezahlte Arbeit. Ja, an was könnte das liegen? Ah ja, am Patriarchat, wie wir alle wissen. Und sind seltener von sexueller Belästigung oder Abwertung betroffen. Das ist ja immer lustig. Die Frauen, wenn sie über Männer sprechen, oder vor allem hier die Feministen, die sehen das ja so, ja, hier oben sind die Männer. Die Top 20%, die wir interessant finden. Und unten sind wir Frauen. Aber die anderen Männer, die sehen sie ja nicht einmal als Männer an. Das sind ja nur so Neutrums, die in der Welt existieren. Und die werden ja gar nicht mit einbezogen, sondern es wird nur immer auf die Chefetagen geschaut, weil diese Männer sind ja auch interessant, spannend, anziehend. Und die unteren, da ist es völlig wurscht. Da habe ich letztens auch ein super Beispiel gehört. Bei Superman, ja, der Clark Kent, wenn der über seine Probleme spricht, da lacht die Frau ihn aus. Aber wenn der Superman diese Probleme äußert, dann wird er viel ernster genommen. Und die Männer da unten, die existieren in diesem Kontext gar nicht. Wenn die sagen, hey, ich werde abgewertet wegen meinem Aussehen oder meiner kleinen Körpergröße, deswegen wird es da in dieser Empathy Gap auch nie mit reinfaktoriert. Männer sind oft immer noch das Maß aller Dinge und bewegen sich darum mit einer größeren Selbstverständlichkeit als Frauen oder nicht-binäre Personen in unserer Welt. Ja? Und da sehen wir auch wieder den Männerbegriff. Da schauen sie nur auf die oben. Aber die meisten, die dann obdachlos sind, die meisten, die sich umlegen und viel höhere Probleme diesbezüglich haben, vor allem in der Drogenabhängigkeit und Co., die gibt es gar nicht, weil das sind ja nicht Männer, sondern nur die da oben. Das sind die Männer. Diese privilegierte Position ermöglicht es aber auch, sich wirkungsvoll gegen Ungleichheiten zu positionieren und Geschlechtergerechtigkeit zu fordern und zu leben. Die Männer, die da oben, die sollen sich jetzt gefälligst endlich hier alles hinstellen und umverteilen, damit man sie dann auch nicht mehr attraktiv finden. Das ist ja auch das größte Problem mit der positiven Diskriminierung, weil wenn du dann eine Frau in eine Ärzteposition oder Oberärzteposition ohne die vorher gebrachte Leistung hebst, dann musst du dir erst die Frage stellen, Moment mal, das ist ja eine Frau, ist die jetzt da, weil sie wirklich das geleistet hat oder ist die da wegen der Gleichstellung, dass am Ende 50-50 rauskommt? Dann ist es umso problematischer, weil du ja dann gucken musst, ja, Moment mal, lass ich mich jetzt von der behandeln, weil die wirklich das gleiche Level an Skill hat, oder ist die ein Affirmative Action Hire? Und dann hast du ja umso mehr die geschlechtersensible Betrachtung und umso mehr Teile und Herrsche. Doch jetzt wollen wir doch nochmal die Erfahrungen der Männer über Männlichkeit durchlesen. Die Auseinandersetzung mit individuellen Erfahrungen gibt uns die Chance, das Kleine im Großen und das Große im Kleinen zu betrachten. Aber nur von dieser einen Perspektive. Dies gilt insbesondere für Rollenbilder, Sozialkonstruktivismus und subjektive Erfahrungen mit Männlichkeit, ja? Jeder hat seine eigene Wahrheit. Deine Wahrheit zählt. Emotionale Beweisführung. Darum haben wir 12 Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes gebeten, uns etwas über Klischees, toxische Männlichkeit, ja, wissen wir, alles, was Frauen nicht nützlich ist, Rollenverteilung und ihre persönliche Haltung zu einer geschlechtergerechten Sprache zu erzählen. Jetzt kommt's. Ich wünsche mir einen offenen Diskurs um das Thema Gleichstellung. Den könnt ihr gerne haben, wenn ihr hier auch mal die anderen Daten aus der Wissenschaft mit einbezieht, nicht nur aus den verbal-ideologischen Bereichen. Auch insbesondere im Umgang mit konservativen Meinungen. Das ist ja lustig, ne? Wenn du dann solche Daten hier auflistest und sagst, oh, das ist konservativ, währenddessen das natürlich für alle Männer gilt, ja, der linke Zeckenpeter, genauso wie der rechte Rocker Ralf, haben die gleichen universalen Probleme durch weibliche Selektion und die damit einhergehenden Herausforderungen, die sie diesbezüglich bewältigen müssen und nicht nur irgendwelche ewig gestrigen, die das herbeifabulieren. Weiter sagt er, auch hoffe ich, dass in Zukunft Themen, die sich insbesondere an männliche Zielgruppen richten, zum Beispiel toxische Männlichkeit, Rollenerwartungen oder spezifische Männernetworking. Das ist ja das Lustige. Die Männer sollen ihre Rollenerwartungen reflektieren und sich ändern. Aber wenn sie das machen und die Frauen nicht mitziehen, weil sie ja nie diesbezüglich angesprochen werden, weil sie halt eben ständig unterverantwortlich sind. Sie sind ja nur die Fahne im Wind des allmächtigen Patriarchats.
dann kann es nie aufgelöst werden. Oder spezifisches Männer-Networking, da wissen wir schon, was rauskommt, ja. Die GZ-Doku, was wir schon mal zerlegt haben, markiere ich auch nochmal gerne oben, mit der gleichen Energie vorangetrieben werden, wie es bereits in anderen Gleichstellungsbereichen der Fall ist. Und wie anfangs gesagt, es gibt uns nur noch mehr Möglichkeiten, weil wenn der andere dann den Beta macht und sagt, ja, stimmt, ach, ich muss meine Positionalität reflektieren, ich bin privilegiert, dann merken das die Frauen, sehen den als, oh Gott, der ist weiter unten, unattraktiv. Und dann kriegt er umso weniger Frauen ab und landet halt zwangsläufig umso mehr in der Schiene des emotionalen Tampons. Ideale Männlichkeit, den Mut haben, die eigene Position und Rolle immer wieder zu hinterfragen. Das sehen wir, die Kultistensprache und das eigene Verhalten gegenüber anderen zu reflektieren. Ja, weil man ist ja nie von der Erbsünde als Mann befreit, dass man eben ein Mann ist. Die Gesellschaft sollte erkennen, dass jeder weibliche und männliche Aspekte hat. Das ist der Fluch von Carl Gustav Jung. Ja, kannst einfach umwandeln, da machst du einmal den und den, klappt aber halt leider nicht wegen evolutionspsychologischen Unterschieden, vor allem in der sexuellen Selektion und den daraus resultierenden Abweichungen im Verhalten. Und diese auch ausleben sollte, ja, außer natürlich, es ist toxisch männlich, ja, das wird, der Rahmen wird dann schon sehr eng, was hier wirklich dann ausgelebt werden darf. Oder er hier, meine Kinder sollen in einer Gesellschaft aufwachsen, wo Frauen Sternchen innen die DAX-Unternehmen leiten. Ja, wenn sie die Leistung erbringen, dann können sie das ja auch. Aber es ist ja dieses leistungslose Anspruchsdenken, sie sollen das nur, weil sie eine Frau sind, durch eine Quote. Und da sehen wir wieder die klassische weibliche Unterverantwortlichkeit. Der Mann baut's auf, der Mann erstellt die Möglichkeiten und dann kolonialisieren das die Frauen durch diese Rhetorik und 50-50 Zwangsmaßnahmen, in der Väter als Hausmann arbeiten, ohne als besonders fürsorglich zu gelten. Leider Gottes, wenn sie als Hausmann arbeiten, erfüllen sie sehr oft nicht mehr den hypergamen Standard, weil Frauen eben gesellschaftlich, kulturell übergreifend nach oben daten und dann, mei, ist er halt raus aus dem Game. Wo alle unbewusst eine geschlechtergerechte Sprache nutzen, innen, und wo alle ungeachtet ihrer sexuellen Identität in jeder Jobbranche arbeiten können, mit der Gewissheit, dass sie für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn verdienen werden. Das ist ja genau dieser Schwachsinn. Ja, die sagen, dass dann da unterschiedliche Löhne gibt. Dann wird doch jeder Unternehmer nur noch Frauen anstellen, wenn er wüsste, dass er für die gleiche Arbeit weniger zahlen müsste. Das ist ja so ein Schwachsinn. In den USA haben es schon 1963 oder wann das war, mit dem Gesetz verboten. Und bei uns ist es ja genauso. Wenn Frauen die gleiche Arbeit und das gleiche investieren, bekommen sie auch den gleichen Lohn. Aber sie sind ja oftmals nicht bereit, umzuziehen, 100 Stunden oder mehr und ähnliche Aspekte zu bedienen, die viele Männer eben machen. Und hier noch das Schlusswort. Wichtig ist eine entsprechende Ausbildung für Jungs und junge Männer, damit sie lernen, Gleichstellung und ihre Bedeutung einzuordnen und zu verstehen. Ja, weil Jungs und junge Männer eigentlich nur fehlfunktionierende Mädchen sind, ja? Mädchen und junge Frauen sind natürlich der Zenit der menschlichen Schöpfung. Die sind schon das Ideal des Menschen. Nur die Jungs und die jungen Männer, die muss noch ein bisschen nachindoktrinieren. Meine ganz konkrete positive Erfahrung ist weniger Arbeit, mehr Freizeit, gleiche Lastenverteilung im Haushalt, ja? Sehen wir, was dann dabei rauskommt. Weibliche Selektion. Und vor allem mehr Lebensqualität. Und es ist ja schön, wenn es für manche Leute funktioniert. Für die Masse schaut es diesbezüglich eher schlecht aus, vor allem wenn es dann um den Spaß geht. Und Gleichstellungspolitik sollte mehr an einer tatsächlichen und alltäglichen Gleichstellung arbeiten. Aber natürlich nur, wie jetzt die Männer jetzt wieder was machen können. Die Frauen sind diesbezüglich ja jeglicher Kritik erhaben. Alles andere wäre ja Frauenhass und Diskriminierung, wie wir alle wissen. Frauen und Mädchen brauchen einen gleichberechtigten Zugang zu Bildung. Und das ist ja lustig, ne? Frauen outperformen die Jungen in allerlei des Studiums. Sie sind 2/3 der Medizinstudenten, vor allem bei den Psychotherapeuten 70-80% und in vielen anderen Fächern und sind zudem noch häufiger dann die Studiums abschließen. Aber trotzdem müssen wir hier natürlich weiterhin die Frauen oben halten, wie wir hier sehen, ja. Männerquote im Medizinstudium? Na, das geht gar nicht. Und das beginnt mit Ausbildungsinhalten zur Gleichstellung bereits im eigenen Haus, im Kindergarten und in der Schule. Da sehen wir, woher der Wind weht. Kritische Durchfalltheorie soll hier natürlich die böse, toxische Männlichkeit dekonstruieren, dass wir endlich dem Ideal der Frau näher kommen. Und sobald die Männlichkeit dekonstruiert ist, sind wir natürlich endlich am Ende des Regenbogens angekommen. Die Geschichte hat sich entfaltet, wie ja diese Fanatiker des Regenbogens, aka die hegelianische Alternativreligion der sozialen Gerechtigkeit, dann hier im Traumbild sich erträumt. Ja, Ende der Geschichte. Hier auch jetzt Ende der Geschichte mit dem Video. Und ich hoffe, dass ich euch das näher bringen konnte. Und wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren
und abonnieren. Wir sehen uns. Pfiat's euch.